So, moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Scum. Na, gucken, hier ist wahrscheinlich wieder nichts drin, ne? Wie immer. Heute werden wir mal anfangen, ein bisschen weiter da auszubauen. Und gucken, wie weit wir heute kommen. Toll, was will ich mit so einem Rucksack hier? Das ist doch. Gut, wie gesagt, die nächsten Folgen werden dann jetzt eher Basebau-Folgen. Ich habe, da ist das, ja. Die Axt haben wir da, sehr schön. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hier machen. So, ich würde jetzt als erstes mal den Baum hier umlegen. Nein, 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 aus. Mann! Mach die Motorsäge an. Falsche Taste gedrückt aus Versehen. Sehr schön. Dann legen wir das Ding jetzt mal hier um. So. Dann setzen wir die Baupläne. Dip, 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 dip. Da haben wir sie. So. War das nicht mal so, dass. Nee. Nee, nee, stimmt. Ich habe gerade irgendwie falschen Film gehabt. Ich habe gedacht, irgendwie war doch so, dass die Baupläne da waren, bis man die weggemacht hat. Aber nee, war ja nicht absolut. Ah, da übrigens auch, ja. So. Das, das, das. Das ist gut. Das ist gut. Und. Das haben wir noch so. Dann legen wir jetzt das Ding mal so rum. Ich glaube so rum. Ne? Oh Gott. Ich habe es hundertprozentig gleich wieder falsche Richtung. Wie eigentlich immer. Die Baumkrone zerteilen wir mal mit der Axt. Das ist sehr schön. Und ich glaube, wir müssen gleich auf jeden Fall die Jacke wegpacken. Und wahrscheinlich gehen jetzt die Hölzer alle nach hinten. Ne, die verteilen sich hier ganz gut. Das ist lustig. In kleine Stücke zerteilen alles. So. Ich habe jetzt da zwar gleich so eine Idee oder so. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Bin ich mir fast sicher. Ich weiß es noch nicht, aber wir können es gerne mal ausprobieren. So. Natürlich werden wir jetzt erstmal alle großen Stücke klein machen. Weil so wie das nämlich aussieht, kriegen wir das gar nicht hin, was ich vorhatte. Was eigentlich schade wäre. Dann muss ich mir halt doch bei Gelegenheit etwas Neues einfallen lassen. So, dann haben wir hier noch einen großen Stock. Da ist auch noch einer. Ja, ich sage, ich glaube, so wie es ups, aussieht, haut das nicht hin. Aber ich probiere es gleich einfach aus. Ansonsten lassen wir da halt ein großes Loch drin oder so. So. Das. Obwohl doch, das könnte eventuell. Wir schauen. So, das Ding. So, ja, der Boulder ist sogar noch ein Platz. Okay. Dann machen wir das so. So. Ah, da ist. Da fehlen Baumstämme. Nee, da ist doch noch einer. Guckst du, einen haben wir noch, einen haben wir noch. So, da, das Ding dahin. Dann. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich probiere es jetzt mal aus. Das Ding ran. Wo haben wir es?
quatsch das Ding daran, passt auch so. Dann probiere ich das mal anders, weil da können wir ja nichts bauen. Wegen, da kann ich auch noch nichts bauen. Das ist ja falsche Seite. So, so, so. Dann das wieder in die Hand. Jetzt machen wir hier. So. Ach Quatsch, warum haue ich das immer auf für zwei? Ich verstehe es nicht. So, das Ding darüber. Wo haben wir Baumstämme? Da. So. Ja, da fehlt auch ein Stückchen, genau wie hier. So, warte. Dann, wir haben ja natürlich gestern welche mitgenommen. Die können wir nämlich jetzt hier mal kurz zerlegen. So, dann hauen wir hier noch mal was dran. So. Das sind die gleichen, oder? Gut, das müssen wir jetzt mal hier abchecken. Dann in die Hände nehmen. So. Wo haben wir noch einen Baumstamm? Da in die Hände nehmen. Sehr schick. So, das haben wir auch für dich. Haben wir da noch ein Stückchen? Ja, einen haben wir noch. Den können wir hier rüber schmeißen. Dann können wir das da auch für dich machen. Jetzt würde ich nämlich gerne mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube es nämlich nicht. Nee, schade, eigentlich nicht. Ach, das ist doch... kommen wir auch nicht hoch, so. Das ist schlecht. So, dann nehmen wir hier so ein Stückchen in die Hand. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das hier wäre jetzt... wäre das... das letzte Teil. Ich habe natürlich gehofft, es gibt hier leider keine Foundation, so wie ich das sehe. Es wäre noch nice gewesen, wenn die das mal machen würden oder gemacht hätten. Das Ding hier mit Loch, also sowas wie das hier. Damit man das hier, ich sag jetzt mal, ich krieg's noch nicht mal gedreht. Warum nicht? Okay. Keine Ahnung. Dass man das dann hier so einführen kann, weißt du? Und dann, hätte ich da eine Leiter runtergebaut und dann hätte ich geguckt, dass die Fahne unten drunter bleibt, eingebaut und ja. Das wäre, hätte ich toll gefunden. Das wäre, hätte ich toll gefunden. Geil. Mein Deutsch heute wieder. So, dann bin ich jetzt am Überlegen. Natürlich brauchen wir jetzt Wände. Breakwand mit Schießscharte, okay. Das Ding dahin. Ach, so eine Schießscharte, ne? Dahin vielleicht. Da käme dann vielleicht eine hin und da, für den Fall, dass also jetzt noch nicht mal, dass jemand meine Base raiden will oder so, weil das geht, glaube ich, hier eh nicht. Ich bin mir halt nicht sicher. So, da kommt das hin. Eigentlich eher so für Tiere oder so. Es wäre doch mal, weil hier so ein Tier in die Nähe kommt. So, wie gesagt, dann, na, obwohl das ist, nee, das ist, ich weiß nicht, das gefällt mir eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Destroy, warte mal. Wir könnten natürlich so Schießscharte könnten wir hier hin machen. So in jedes mittlere Teil, falls dann doch mal irgendwie ein Tier kommt. Sich hier so in die Nähe verirrt oder so. Genau, das Teil hauen wir dahin. Die hier machen wir, denke ich mal, jetzt komplett weg. Da kommt nochmal eine Schießscharte irgendwann. Gut. Ja,
Ja, ich habe meine Überlegungen. Ich bin gerade wieder. So, die Dinger. Aber die Wände sehen jetzt auch ganz anders aus wie früher, ne? So, das sieht aus, als wenn es jetzt doppelseitig wäre. So. Die dahin. Wobei jetzt meine Überlegung auch schon wieder absoluter Blödsinn ist, die ich hier gerade mache. Weil so würde ich jetzt über die Ecke zwei Fenster reinhauen oder so. Das wäre auch nicht so der Hit. Oh. So, das heißt, da wäre die Schießscharte, das heißt... Hallo? Ach, geht dir nichts, weil zu viel, okay. Ja, den Baumstamm haben wir, glaube ich, unten liegen. Machen jetzt erstmal hier zerlegen. Das hätten wir dann. Das hätten wir dann. Das Problem ist, das Umladen irgendwie haut nicht hin. So, das haben wir dann auch. Das geht irgendwie gerade. Das haben wir noch. Ah, und da fehlen schon die vier Dinger wieder. Ah, Mann, zerlegen. So, dann... Das hat gar nicht... Wo haben wir denn die ganze Zeit überhaupt... Ah, da haben wir noch Seil. Okay, wir könnten natürlich das jetzt zerlegen und das hier zerlegen. Dann... Seil craften. Auf jeden Fall gleich wieder Seil und wir haben zumindest schon mal so halbwegs das erste Teil stehen. So, ja, das ist jetzt. Haben wir nicht nur irgendwo ein viertes Stückchen? Mensch, muss ich mir tatsächlich hier irgendwo ein Stückchen holen. So. Dann haben wir jetzt vier. Das ist. Ich dachte, ich hätte mir gerade ein Stückchen geholt, aber irgendwie sagt das Spiel nein. So. Jetzt aber. Dip, 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 dip. Das Teil basteln. Dann haben wir wieder 30 Seil. So, ja, ich brauche hier kein Seil, ich brauche hier überall Baumstämme. Was jetzt natürlich blöd ist, wir brauchen wieder Schrott, 8 Stück, wenn wir hier eine neue Flagge setzen wollen. Manu. Jodele, bitte dann hier einmal... So, dann nehmen wir das Ding hier, nicht den Holzbretter, das nehmen wir in die Hand. Ich habe Durst, warum? So, dann das Ding hier noch. Brauchen wir jetzt auch den zweiten wieder. So. Aber ich glaube, am safesten ist man jetzt tatsächlich, wenn man sich irgendwie eine Höhle sucht und in der Höhle baut, oder? Ich weiß noch nicht. Da kommen zumindest die Dropships nicht hin. Hervorragend. Dann haben wir jetzt hier noch, da haben wir sogar noch, das ist gut, in die Hände nehmen. Ja, wir müssen trotzdem ziemlich weit laufen. Da muss
noch irgendwo eins sein. In die Hände nehmen. So, dann ja, müssen wir ja trotzdem einen Baum umlegen. Wir brauchen da auch noch. Ja, es sieht doch schon halbwegs vernünftig aus. Ich weiß nur noch nicht, wie gesagt. Baudinger da, die haben wir jetzt. Irgendwo muss ja noch eine Tür hin oder so. Ups. So, F. F, so. Ja, aber es ist irgendwie blöde, wenn wir jetzt hier mal Fenster setzen, oder? So. Ja, dann ist das jetzt so. Wir machen die Fenster. Das ist Feierabend. Auch ja, ein bisschen Licht in der Hütte und so. Zur Not reißen wir es irgendwann wieder ab, wenn es uns nicht gefällt, und bauen nochmal neu. Das Teil da. Hallo? Ach, ich habe schon wieder zu viele. Ja, okay. Hat sich gerade erledigt. Wir bauen dann doch noch nicht. Dann das Ding hier. Das andere Problem wird jetzt gerade sein. Ach, ich bin sehr durstig. Ja, ist sehr gut. Warte mal, wir könnten das hier mal kurz alles trinken. So, dann können wir die Wasserflasche darüber packen. Das hauen wir dahin. Solange der nur durstig ist, ne? Komm, wir verschmutzen uns schon mal direkt unseren Teich. So, für den Fall der Fälle. Ich muss auf jeden Fall jetzt gleich das eine Teil hier erstmal einreißen. So. Weil das ist ja momentan der einzige Aufgang, den wir haben. Das heißt, wir werden die Ecke erstmal freilassen, bis wir uns eine Treppe gebaut haben oder so. Und ich vor allen Dingen weiß, wo wir... So, das Ding machen wir jetzt hier kaputt. So. So. Hinauf. So, das ist... Also ich denke, also ich finde, ne, die neuen Wände, muss ich sagen, finde ich echt total schnieke. Das ist, kann man nicht anders sagen. Das ist geil gemacht irgendwie. So im Gegensatz zu den komischen Wänden, die wir vorher immer hatten. So, dann nochmal das Ding. Das Ding, hallo. Das Ding. Das Ding. Wir haben übrigens noch vier, das ist gut. Dann kriegen wir die zwei Wände da auch noch. So. Das ist gut. Hervorragend. Achso, da braucht man nur eine, ne? Das ist. Ja. Haben wir da noch einen liegen? Nee. Und wir haben auch gerade keine Stücke mehr hier. Ich habe auch gar keine mehr im Rucksack, fällt mir gerade auf. Das ist. So. Mal so gucken. Na, hier passt gerade nichts mehr. Hier. Ja. Ich brauche auf jeden Fall Stücke. Alles mitnehmen, was geht. So in die Hände nehmen. Da drüben wird dann jetzt eigentlich nur unsere Speisekammer oder so. Ach, das ist voll. Da fehlte noch einer, da ist das. Okay. Dann hauen wir uns hier mal wieder das dahin. So hervorragend.
So. Das Ding, wie gesagt, lassen wir erstmal auf. Da möchte ich aber auch nicht wirklich jetzt die Tür hinbasteln, weil ich glaube, das passt dann mit den Treppen nicht und so. Bin ich fast fest von überzeugt. So. Und ist so. Ja, dann bleibt uns eigentlich ja nur noch hier die Türe zu machen. Aber dafür müssen wir jetzt gleich erstmal irgendwie die Fahne umbauen. Oder erstmal wegreißen, danach bauen. Oder irgendwie, ich weiß noch nicht. Ich guck gleich. So. Und ja, ich bin wieder in meinen 0815 Bauskill gefangen. Einfach nur erstmal viereckig, Hauptsache steht. Was ich jetzt natürlich ein bisschen schade finde, muss ich ja ganz ehrlich sagen, hier mit den Klamotten, die Ecken gefallen mir nicht mehr so, ne? Aber gut, das ist, glaube ich, Ansichtssache. Und mir muss auch nicht immer alles gefallen, von daher ist das auch in Ordnung. Da. Wir müssten doch hier irgendwo, halt, da ist noch ein Gehänge nehmen. Müsste ja eventuell, ne, da müssen auch zwei rein. Okay. Wir brauchen jetzt ein paar Stöckchen. Da, genau, da ist doch. Baumkrone zerteilen. Ich sage ja, und wir haben den Vorteil hier mit, ich habe Durst oder sonstiges, wir haben direkt Bach in der Nähe. Den Bach, den See. So, ja, das geht auch nicht richtig hoch. Naja, egal. Wir machen einfach jetzt weiter. Aber ich sage, ich habe die Hoffnung, dass sich hier vielleicht auch mal wild hin verirrt, weil da hinten war ja auch ein Hochsitz. Das heißt, vielleicht kriegen wir hier auch mal Tiere zum Jagen. Deshalb auch die Schießscharten. Wenn ich dann mal was irgendwie zum Schießen habe. Das wird eher das Problem sein im Moment. So, dann das in die Hände nehmen. Dann zerlegen wir das hier wieder. Das, was wir in den Händen hatten, natürlich. Erstmal so. Ach, okay, da war schon. Na, egal. Das dann hier hin. Das. Ah, da brauche ich nur Baumstämme. Da auch nur Baumstämme. Okay. Dann müssen wir jetzt einen Baum zerlegen. Wieder mal. So wirklich das wahre Schlimme daran. Och Mann. So. In die Hände nehmen. Einmal. Zwei. Drei. Da Drohne.
Obwohl, mit dem, wenn ich was zu schießen habe, das ist ja eigentlich auch schon gelogen. Ne? Ich habe ja 2 UMPs aus dem Polizeiwachen. Na, guck mal, hier brauchte ich nur Stückchen. Dann zerlegen wir die doch hier einfach mal. Haben wir das auch schon fertig. So, die letzte Wand vor ich höre. Eigentlich wollte ich heute nur bauen, aber da das leider nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, muss ich jetzt tatsächlich noch mal raus. So, Stützpunktbau, ich muss noch mal raus und ja, geht natürlich nicht. Ja. Wir brauchen, glaube ich, 8 Schrott oder so. Ich weiß aber auch nicht, ob wir die noch haben. Warte. Ich glaube es aber tatsächlich eher nicht. Obwohl, wir hatten doch hier auch einiges eingesteckt. Ne, leider keine Dings dabei. Das war das Problem. Ja, schade. Da war kein Schrott bei. Und hier hat man, glaube ich, auch nichts mehr eingelagert, ne. Ja, doch, wir hätten hier einen Schrott. 2, 3. Dreitück. Das haut absolut nicht hin, ey. Ne, leider nicht, leider schade. So. Dann würde ich sagen, lassen wir das Unvollendete jetzt erstmal so da stehen. Wir sind hier, wir könnten es gut. Ich weiß keine Ahnung, wohin. Es ist echt pur. Ich sag ja, und wo war denn das Ding jetzt? Hier war ja irgendwann da. Genau, da ist der Hochsitz. Das heißt, mit viel Glück haben wir hier dann noch irgendwann Tiere, Wild und sowas. Dann würden wir zumindest nicht verhungern. Gucken wir jetzt erstmal als erstes. Ja, natürlich haben wir den Rückfahrschein befahren, aber dafür setze ich mich jetzt nicht rein für die paar Sekunden. Wir wollen ja nur Schrott. Aber irgendwie hat das Ding gar nichts hier. Das ist gemein. Na komm, das essen wir mal alles. Bei Essen sind wir auch noch bei 71%. So, das ist da. Was haben wir eigentlich in der Jacke? Ah, in der Jacke haben wir auch schon Schrott, okay. So, wir wären jetzt bei 4, wie gesagt. Das Zeug würde ich tatsächlich jetzt mal kurz in die Jacke ins Auto schmeißen wollen. Nicht, dass wir gleich wieder zu warm schreien und so. Ja, das ist immer mein Problem. Ich habe immer irgendwie viel zu wenig Schrott. Also reinen Schrott. Den Schrott, den ich so sammle, weil ich denke, das brauche ich. Das gibt ja irgendwie, hört ja nie auf. In all den Staffeln nicht. Den habe ich jetzt nicht gemeint. Also ich meinte jetzt wirklich den Schrott zum Bauen.
So, nein, nicht einmal da. Obwohl, doch, so geht. Aus. Dann gehen wir hier nochmal schnell gucken. So, alles meine ich, aber auch keinen Schrott, so wie es aussieht. Keine Autos. Ein BH. Aha. Nix für mich. Ein Messer. Vielleicht kriegen wir hier ja sogar. Nee. Was zu essen wollte ich gerade eigentlich sagen, aber irgendwie will das Spiel, dass wir hungern oder so. Ja, ach so, hier waren wir doch schon. Ansonsten müssen wir tatsächlich mal die Tage zum Händler, dass wir was Essbares auftreiben. Warte mal, wir müssten. Ist im B2, ist ein Airdrop, aber den werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr kriegen. B2 und dann war es das, dann kommt keiner mehr. Das ist komisch. So, das Ding, das Ding. Das. Da hätten wir noch einen Hammer. Face Rolls, Gesichtszerstörer, okay. Den können wir mal mitnehmen. Wo haben wir den denn jetzt drin? Ach so, im Rucksack. Okay. Also den möchte ich jetzt tatsächlich auch nur mitnehmen, um den zu verkaufen. Obwohl, warte mal, dann könnten wir doch... Unsere Kiste war doch verkaufen, oder? Anscheinend nicht. Dass sie die verkaufen? Das ist verkaufen. Dann packen wir das da rein. Das da rüber, das da hin. Und weiter geht's. So, wenn wir jetzt hier weiterfahren, sind wir in C1 statt. Dann kriegen wir auf jeden Fall Schrott. Schrott ist wichtig und richtig und überhaupt. Scheiße. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich das hasse, wenn diese blöden Schilder hinter Büschen stehen? Ich hab aber noch, das ist doch schon mal gut. Ich habe noch Scheinwerfer. Fragt sich nur wie lange, aber ich hab sie noch. Nee, nicht Farbe entfernen. Ich würde gern so und dann nur erstmal reparieren das Chassis. Wir haben noch 6 Einheiten. Wir nehmen den mal in die Hände. Bocken das Ding mal auf hier. So. Dann gucken wir nämlich mal, oh Gott. Das müssen wir auf jeden Fall reparieren. Gut, Stoßstange reparieren wir mal. Sehr schön, die Reifen sind sonst alle in Ordnung, oder? Ja, sieht gut aus. Dach. Aha. Aha, aha. Das ist jetzt natürlich der Nachteil. Wir haben nämlich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr an Werkzeugkiste fürs Auto. Das ist blöde. Aber ich gucke hier nochmal. Ich weiß nicht, ob wir hier noch eine drin hatten. Nein, haben wir nicht. Okay, darüber. Dann, wir müssen nach Felsen suchen. Service beenden. Wagen hier bei ins Auto. Und jetzt vorsichtig fahren. Und nicht mehr durch. Stellen. Den Rest machen wir jetzt zu Fuß. So, dann gucken wir jetzt erstmal, das schmeißen wir raus. Das geht rüber, das geht rüber, das geht rüber, das rüber, das rüber, das rüber. Oh. Hm.
Wir haben auf jeden Fall fünfmal. Warte, die sollten übrigens ins Auto, fällt mir gerade auf. Das und das. MP5-Magazin kann dahin, dann kann das da hoch. Die Schraubendreher nehmen wir noch mit. Das da, das da. Das kann erstmal dahin. Ja, wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir ein bisschen was an Schrott mitkriegen, ne? Das Ding packen wir auch erstmal da rein. Das ist ja nur zum Zerschneiden, damit wir gleich Dings haben. So, dann gehen wir jetzt mal suchen. Gott. Der Zombie. Ich würde sogar sagen, wir gehen nochmal die Polizeistation suchen oder so. Vielleicht bekommen wir dann jetzt ein UMP-Magazin. Aber ja, wow, ein Schloss schon wieder. Ja, ich weiß nicht, ich bin langsam mit den Schlössern. Schlösser sind momentan nicht mehr so beliebt bei mir, weil man kriegt die nicht ganz. Auf jeden Fall noch ein Lebensmittelshop. Da gehen wir auch noch mal rein. Wäre schön, wenn es mal was zu essen gibt. Mal was Vernünftiges, Nahrhaftes, nicht irgendwie eine Pfanne. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Die können wir auch mitnehmen. 357er. Sojasauce. Halt. Senf. Das ist alles Zeug, was wir eigentlich nicht mitnehmen wollten, aber wenn wir keinen Hunger leiden wollen und so, ne? Jetzt sollten wir auch langsam anfangen, Essen mitzunehmen. Das passt. Da ist Schrott. So. Ich habe Durst. Schon wieder? Langsam wird er nervig. Alles trinken. Langsam wird er lästig, der Kleine. Den Senf können wir da hochschmeißen vielleicht. Ah, ein Quad. Nein, hier heißt jetzt Riss. Vergiss das immer wieder. Was haben wir denn jetzt? 15, 15, 16, 17, 18, 19. 19 Dinger. Ja komm, 5 Stück nehmen wir noch mit. Ich finde es halt wie gesagt trotzdem irgendwie total schade. Dass man da kein Loch im Boden haben darf. Was? Gurkensamen. Ach, Samen. Hey, ich habe gerade irgendwie, weiß ich nicht, total geguckt. Ich so, was ist das für eine Maske? Aber nein, es sind nur Samen. Alles gut. Vielleicht gibt es ja hier noch Essen. Das Ding ist übrigens leer. Weg damit. Nochmal zwei. Ja, dann fehlt jetzt ein einziges Schrott oder so. Warte mal, vielleicht haben wir da was zu essen drin. Hier in den Gewächshäusern. Oder an den. Oh, guck mal, hier ist zumindest ein Schrott. Der Rest ist mir jetzt egal. So. Aha, die Gartenwerkzeuge können wir auch mal mitnehmen. Zum Unkrautjäten und sowas. Aha. Zwiebelsamen, siehst du, wir haben auch noch gar kein Beet gebaut. Das ist aber auch egal. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir zum Auto zurückkommen. Ich würde gerne zumindest so ein bisschen was von dem Zeug erstmal. Diese Soft
Drink. Das war doch ein Water. Ich weiß nicht, was der da manchmal macht. Aber egal, wenn er sagt, das war ein Softdrink, war es ein Softdrink. So. Wir hauen jetzt erstmal den ganzen Schrott hier rüber. Da müssen die sich auch mal irgendwas einfallen lassen, finde ich. Also ich würde es ja wirklich feiern und toll finden, wenn man einfach, ich sag mal, einen Schrott markiert und dann irgendwie sagen kann, dass alle rüber sollen zum Beispiel. Oder dass man halt wirklich, wenn man jetzt rechts klickt, wie es ja auch in anderen Spielen ist, dass es dann automatisch rüber in die Box geht, die man gerade anvisiert hat oder so. Auf jeden Fall dieses irgendwas Einfacheres und nicht ewig dieses, ja, wir müssen das jetzt rüberziehen, weil es geht anders nicht. Das ist nicht so. Komm, jetzt nochmal schnell Polizeiwache und dann bauen wir weiter. Ja, ich sehe auch gerade, ich habe gar kein Schlagwerkzeug bei. Wir trinken auf jeden Fall nochmal am Brunnen. Ne, trinken wir nicht, weil da steht nur prüfen, da ist nichts drin. Ich würde definitiv noch schnell einmal die Polizeiwache rufen wollen. Und natürlich kurz jetzt doch noch die Werkstätten, weil wir brauchen ja unbedingt Reparaturset fürs Auto. Ansonsten müssen wir nämlich mal gucken, dass wir die Tage ja auch nochmal irgendwo Autoreparatursets oder Fahrzeugreparatursets looten. Das ist nämlich sonst auch Polizeiblau, naja, die möchte ich eigentlich nicht. Obwohl so vielleicht für die Base oder so. Machen wir Polizeiblau, Babyblau, keine Ahnung. So, da ist leider nichts drin. Ein Radio. Diesmal werden wir natürlich nicht nur bauen, wir werden jetzt auch die Inneneinrichtung diesmal machen. Da freue ich mich schon irgendwie drauf, so ein bisschen Inneneinrichtungen bauen. Die kann man mittlerweile, habe ich wohl so gesehen. Also ich habe es selber noch nicht ausprobiert, wie gesagt, ich habe es auch nur gesehen. Kann man die wohl mittlerweile sogar auch bepainten, also bemalen. So. Obwohl ganz ehrlich, hier jetzt nochmal durchlaufen, ich wüsste nicht wofür. Medizin und Antibiotika haben wir im Moment. Also ich laufe jetzt nicht nach oben, aber wir gucken mal kurz, was wir hier unten so finden. Aber Essen wird es hier leider nicht geben. Aber wieder ein Rucksack. Aber den brauche ich nicht. So. Aber es ist schön, dass man doch sieht, dass jetzt mittlerweile, dass die Rucksäcke wieder anscheinend komplett irgendwo verteilt haben auf der Map, so random und geil. Die haben wir noch nicht, ne? Nee. Das finde ich mittlerweile echt super. Ja, weil ich sage, mich hat es immer genervt, wenn du nirgendwo einen Rucksack gefunden hast. Also ich bin halt jemand gewesen, und das wisst ihr ja, ich nicht gewesen, aber ich bin immer noch derjenige, der halt gern durch die Gegend läuft und alles Mögliche lootet. Ich bin auch früher gern durch die Häuser einfach nur gelaufen, um zu looten, um zu gucken, finde ich da einen Rucksack oder sonstiges. Und wenn du das eine ganze Zeit lang machst, tatsächlich, ne? Und du läufst da durch die Dinger und findest keinen einzigen Rucksack. Dann hast du irgendwann auch Frust und dann gehst du auch gar nicht mehr die Häuser looten, weil wofür? Da brauchst du ja nicht mehr. Das Tanke, hast du Rucksack. Das Tanke, hast du Rucksack. Ja, jetzt nicht so übertrieben, weil es war nicht jedes Mal beim Tanken Rucksack da oder an jeder Tanke, aber so ungefähr war es ja dann. Und das fand ich halt doch ein bisschen langweilig auf Dauer. So. Du machen das Ding. Auch kein Snackautomat, ne? Die haben nur Kaffee, Cola, keine Ahnung. Snackautomat gibt hier ja nicht. Dafür, was mich hier jetzt schon wieder wundert,
haben vor kurzem erst bei 09, glaube ich, hatten sie erst eingeführt, dass man ja hier Springer in der Polizei hat. Und jetzt ist wieder gar nichts. Ein bisschen schade. Auch nichts. Also so ein Fressautomat wäre doch mal an der Polizeiwache angebracht. Mensch. So. Achso, mal kurz gucken. Das Ding können wir auf jeden Fall so mitnehmen für... Lumpen herzustellen. Also mit einer Schere... Obwohl, dann müsste ich vielleicht gleich doch nochmal in die Polizeiwache. Nicht in die Polizeiwache. Da müssen wir das Ding jetzt halt leider aufknacken. Wir haben kein Knackzeug mehr dabei. In die Apotheke, wollte ich gerade sagen. Vielleicht haben die eine Schere. Wo kommst denn du jetzt her? Lassen Sie doch dieses... Es war doch gar kein Zombie da, verdammt. Er ist jetzt nur gespawnt, um mich zu ärgern, damit ich abbrechen muss oder so. Das, ich finde das gemein. So, lassen Sie uns weiter gucken hier. Desert Eagle, ne. Was war es jetzt? Ne, 1911. Tja, und danach, also Essen haben wir immer noch keins gefunden. Wir könnten natürlich beim nächsten Mal dann oder irgendwann beim nächsten Mal gucken, dass wenn wir wirklich irgendwie gucken fahren, na, mach auf hier, dass wir Fahrzeugreparatursets finden, dass wir da auch unterwegs irgendwie an den Lebensmittelläden und sowas anhalten oder allgemein mal irgendwo anhalten und gucken, ob wir was zu futtern finden. Weil dieser Nahrungsmangel im Moment ist echt nervig. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich, ja, im Moment geht's ja. Ich habe noch 74%. Das ist eigentlich noch machbar. Und wir gucken auf jeden Fall, dass wir jetzt irgendwann mal was zu futtern kriegen. Ah. Zombie. So. Ach Mist. Ich wollte doch in die Apotheke. Ah, einmal sinnlos außen rumgelaufen. Jetzt ups, hau mal hier mal. Ich würde gerade sagen, was ist das irgendwie? Ganz viele Zombies. Ne, einer, glaube ich, war es noch. Die brauchen wir auch nicht. Schere, Schere, gut. Schere, sehr gut. Die hauen wir da rein. Die hauen wir dann noch direkt auf die, ups, auf die Null. Das war jetzt wirklich der einzige Grund, warum ich hier war. Jetzt könnten wir auch direkt, warte mal. Das werden wir jetzt direkt machen. Zu Lappen zerschneiden. Also wir haben jetzt die 77er Hose genommen und haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Verbände. Machen wir das jetzt mal mit dem Küchenmesser. Wenn das jetzt auch 5 Verbände sind oder Lappen, dann weiß ich es nicht. Dann haben sie es auch wieder geändert, weil früher war es eigentlich so, dass du mit der Schere mehr rauskriegst als mit Messer oder sonst was. Ja, siehst du, mit dem Messer nur 3. Das heißt, es ist immer geil, wenn man Verbände oder sowas braucht, wenn man eine Schere hat. Weil mit der Schere kriegst du halt mehr Lumpen oder sowas raus. Oder Lappen. Lumpen sind es, glaube ich, jetzt mittlerweile, wenn du die bei den Zombies zerschneidest. So.
Ich glaube an der Tanke, ach, die Garage, waren wir noch nicht, so. Ja, ich gucke auch gerade so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, ob es hier nicht noch irgendwo einen Einkaufsladen gibt. Na super, jetzt hat es geklingelt, ich mache kurz Pause. So, und wieder da. Natürlich war es wieder der Paketbote und natürlich war es wieder mal kein Paket für uns, sondern für die Nachbarn, die einfach nicht aufmachen, obwohl sie im Garten sitzen. Und als ich dem... Ups. Na komm, schnell einsteigen. Nein! Ah! Steig, einsteig, einsteig, ein. Fahr. Scheiße. Aber wieso haben wir Restart? Scheiße, ja, wir sind wirklich schon im Restart. Okay, wir machen jetzt die 4 Minuten noch bis zum Restart und dann würde ich sagen, machen wir Ende. Wir sind schon bei 12 Uhr. Gott. Ja, deshalb haben wir jetzt auch ein bisschen heller. Ich habe es nämlich heute Morgen nicht geschafft und ich hoffe einfach nur, das Video kommt nachher pünktlich raus. So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir in den 4 Minuten es irgendwie schaffen. Oh, ich bin Experte im Fahren. Sieht zwar nicht so aus, aber das Spiel sagt, ich bin Experte im Fahren. Jawohl. So. Voilà. Ja, das macht mich jetzt auch noch nervös hier. 3 Minuten, sowieso Minuten, 2 Minuten. Setzt mich unter Zeitdruck. Ich brauche das. Das ist genau mein Humor. So. Ja, leider können wir dann heute nicht irgendwie die Base weiterbauen. Heute ist ja leider auch Freitag. Das heißt, wir sehen uns dann am Montag erst wieder. Und ja, ich hoffe natürlich, dass euch das gefallen hat. Und dass wir das mit dem Basebau jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was machen werden. Ich möchte die Base auch auf jeden Fall aufwerten diesmal. Und nicht nur in Holz lassen. Das heißt, wir werden noch viel Farmen fahren und gucken, dass wir das ganze Zeug dann kriegen für die für den Basebau. Voll super gepackt. Und ja, das nimmt auf jeden Fall noch was in Anspruch und dann sind wir auch nicht nur unterwegs und irgendwelche Klamotten zu machen, zu tun, zu weiß ich nicht, die dann vielleicht auf Dauer auch langweilig werden. So machen wir jetzt ein bisschen Basebau demnächst. So, steig aus. Los. Tür zu. So, auf jeden Fall sind wir safe zu Hause, auch wenn das Auto wieder mal ein bisschen Schaden... Ne, hat keinen Schaden genommen. Aber ich möchte jetzt tatsächlich nicht übers Wochenende die Flagge abreißen, weil... Wenn wir die jetzt wegreißen... Was nämlich blöde wäre... haben wir keine Base am Montag mehr stehen. Innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, zerfällt das Zeug nämlich ohne Flagge. Das wäre nicht so super. Auf jeden Fall haben wir jetzt... 8, ja. Wir haben jetzt die 8 Sachen zusammen. Wir haben auch das... Das können wir eigentlich auch noch schnell rausholen. So. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Die haben wir dann auch schon mal für Montag. Und dann, ja, würde ich sagen, hauen wir das dann am Montag alles hin. Jetzt noch schnell ins Bettchen huschen, bevor der Server down geht. So, schnell, nein, hinlegen. Pausieren. So, sonst sind wir doch wieder erschöpft und so. Das geht doch nicht. So, also ich sag erstmal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen, vielen lieben Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da, auch wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr mir einen Daumen da lassen. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen möchtet, dann wäre es natürlich auch schön, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Kostet euch nicht, tut nichts weh und ja, ihr kriegt immer mit, wenn neue Folgen von mir rauskommen. Und ansonsten, ich möchte jetzt auch nicht einfach weiter blöd rumlabern, wünsche ich euch einfach ein total schönes, entspanntes Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge am Montag wieder und bis dahin, erstmal ciao. Der Falli.